Moin moin Leute, willkommen zu meinem neuen Projekt. Wir spielen, zu meinem neuen Nebenprojekt, wir spielen Mortal Kombat 9. Eins der geilsten, wenn ich finde sogar, dass das geilste Beat'em'up, was es gibt. Denn ich habe Mortal Kombat 9 sogar zweimal, einmal für die Xbox 360 und einmal für den PC. Ja, und zwar, das Spiel kann man sich bei Steam kaufen, kostet glaube ich 20 Euro oder so, kann das sein? Auf jeden Fall hat man auch hier, alle DLCs, also die ganzen Charaktere. Und ja, ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt, glaube ich. Die Story, die habe ich glaube ich doch zweimal durchgespielt. Oder? Ich bin gerade am Überlegen. Zweimal, kommt das hin? Auf jeden Fall muss ich hier einmal den Sound hier einstellen. Oder mal gucken, wie das. Ne, der müsste eigentlich ganz gut sein, glaube ich. Umgebung, ja, ja, ja. Doch. Und ansonsten Video. Ich weiß, eine Sache weiß ich nicht genau, was das hier ist. Ey, hier Speicherbeschränkung deaktivieren. Ich lasse das mal so. Ich weiß, keine Ahnung, was sie damit meinen. Auf jeden Fall gehen wir in den Story-Modus. Den spielen wir durch und damit werden wir richtig Spaß haben. Ich bin kein Pro in dem Spiel. Der einzige gute Charakter ist bei mir Cyrex. Und den werdet ihr auch noch sehen. Aber mit den anderen werde ich doch schon ziemlich hart failen. Und, ich werde auch mit den Kombos werde ich auch Schwierigkeiten haben, und weil hier alles in Zahlen angezeigt wird. Ich spiele mit dem Gamepad. Das ist kein Xbox Gamepad, deshalb ist es einer von Logitech. Ein Gamepad und ja. Diesmal ist es auch kein PlayStation Gamepad. Moment, halt mal. Story-Modus da. Also diesmal ist es kein PS4 Controller. So, ich bin leise. Weil das Spiel ist einfach geil. Wo sind die Götterältesten, Raiden? Sie fürchten jetzt mich. Ihr erbärmlicher Mortal Kombat hält mich nicht länger fest. Kleiden sich als Drachen, sind aber nur zahnlose Würmer. Mein Gift verbreitet sich. Es ist das Ende aller Dinge. Stopp! Es ist vollbracht. Deine Zeit ist vorbei. Zehnte verschwendet mit närrischem Widerstand. Jetzt fängt meine Herrschaft an. Lustroman. The Dog with Lagoon. Mithalavan. Jerem Meltel. Meleroa. Ja, Saradan. Lagrash Sonor. Dairu. Deine Welt endet. Retrieve Uth Oi, den Isai. Er muss gewinnen.
Lord Raiden. Was stimmt nicht? Seltsame Visionen. Dein Amulett. Es ist nichts, Liu Kang. Das Turnier fängt an. Kämpfer, ich bin Shang Tsung. In den nächsten Tagen werdet ihr alle kämpfen. Manche sind hier auf eigenen Wunsch, andere brachte der Zufall her. Vor einer Hey Schönheit, Johnny Cage. Schön für dich. Das Was? Massive Strike, Citizen Cage, Ninja Mime. Kommen sie dir nicht bekannt vor? Kano. Also Kano? In dem habe ich nicht mitgespielt. Ihr nehmt am wichtigsten Mortal Kombat der Geschichte teil. Dieses Turnier, das 10. nach 9 Siegen der Außenwelt, wird das Schicksal von Erdenreich bestimmen. Wenn ihr alle eure Gegner besiegt, steht ihr einer letzten Herausforderung gegenüber. Mir. Der alte Sack ist die letzte Herausforderung? Dann können die mir auch gleich den Gürtel geben. Die haben doch Gürtel, oder? Was? Wie hast du... Aussehen kann täuschen. Unser erster Kämpfer wird Mr. Cage sein. Genau. Er soll es sein. Reptile. Netter Stunt. Wer ist dein Manager? Beginnt! In Ordnung. Showtime! So, irgendwie ist die Cutscene-Qualität nicht so gut. Die war sonst immer viel besser. Also, ich bin jetzt nicht der Beste. Ich kenne jetzt nicht mal den Moment. Ja, hier kann ein Kick... Ein Spell kann ich schon mal. Oder einen... Insgesamt, ich bin halt wirklich, was die Movelist angeht und so, bin ich echt nicht der Beste. Immer, weil ich die ganzen Charaktere nicht spiele. Hi, Force Ball. Ja. Das ist der, ja, genau. So, zack. Moment, ja gut, dann damit können wir schon was anfangen. So. Zack, zack. Ja, das ist halt so ziemlich die beste Kombo, die es gibt, so einfach ein bisschen draufhauen. Nicht Button Smashing, sondern da gibt es halt immer so eine grobe Kombo. Und jetzt können wir hier uns hier auch meinen X-Ray anschauen. Ja, gut. Johnny Cage hat halt einen komischen X-Ray, da muss man selbst attackiert werden. Zum Glück haben wir jetzt geblockt. Ja, wir werden X-Rays noch oft genug gesehen, weil sobald wir mit Cydric spielen, dann ist... Oder mit, ja... Welchen, die, mit denen ich spielen kann. Da gibt es einige. Moment, was gibt's denn hier? Achso, ja. Ja, gut. Er wurde gecaged. Genau. Oh ja, ich bin so hübsch. Und ich mache euch nieder. Ich mache euch nieder. Ich mache euch fertig. Ich mache euch fertig. Ich mache dich fertig. Und dann essen wir zusammen. Oh ja. Jetzt zu unserer zweiten Herausforderung, Mr. Cage. Baraka. Ja, okay. Schön geschminkt, aber ist das echt notwendig? Hoppla. Sie werden dein Fleisch schmecken. Round. Ja, Leute, Moment. Ich muss mal hier gleich mal gucken, ob das vielleicht an der Speicherdingen liegt. Aber Baraka ist auch ein cooler Macker eigentlich. Also,
Der wird nicht oft gespielt, finde ich, generell. Gibt es einen ziemlich... Okay, irgendwie so ein bisschen komisch mit dem Controller. Weil der, okay, das ist ein X-Ray. Also das Spiel ist einfach richtig absurd gut gemacht. Das ist auch sehr brutal, das werden wir später sehen, hat man ja auch im Intro gesehen. Moment. Hier, also das sind diese High-Force-Ball-Dinger und jetzt, was sind die Low-Force? Nach unten. Na Moment, zack, so, ja, das sind die. Alles klar, ja. Ah, noch sind es 2 Runden. Ich werde das noch später einstellen, dass wir nur 1 Runde brauchen, weil das ist eine dumme Wiederholung zum Teil, ja. Und das kann auch jemanden den Arsch kosten. Und attackiert er? Nein, tut er nicht. Mit Johnny Cage ist das echt scheiße zu machen irgendwie mit dem. Moment, zack. Nee, das sind... Moment, konnte ich den Schlag nicht sogar aufladen? Ja, den kann man aufladen, genau. Seht ihr? Moment. Den will ich noch zeigen. Ja. Das ist geil immer. Oder jetzt hier mal einen Griff. Die sind auch manchmal witzig, mal nicht. Moment, zack. Ja, so wie... Johnny Cage ist halt so ein bisschen so ein humorvoller. Mann, das sind tolle Klingen. Mein Produzent muss dich kennenlernen. Wir drehen Tommy Scherenfaust und... Ich gratuliere, Mr. Cage. Jetzt, mach ihn fertig. Ihn fertig machen? Klar doch. Töte ihn! Oh, warte mal. Ich werde niemanden töten. Gut. Das Turnier wird im Morgengrauen weitergehen. Was? Das war's? Echt? Wo ist nur die scharfe Tussi hin? Du hast gut gekämpft. Danke. Schöner Hut. Du solltest mehr Respekt vor Lord Raiden zeigen. Er ist der Beschützer des Erdenreichs, der Donnergott, der... Also ich weiß ja nicht, auf was für Rollenspiele ihr steht, aber ich mache da nicht mit. Dieses Turnier ist mehr als eine Chance auf persönlichen Ruhm. Wir kämpfen um das Überleben des Erdenreichs. Was soll das heißen? Dein letzter Gegner ist Harkatana. Er wurde mit diesen Klingen geboren. Ja, die Dinger sind echt. Er repräsentiert die Außenwelt. Hättest du verloren, wäre Shao Kahn einen Schritt näher daran gewesen, unsere Welt in seiner aufzunehmen. Außenwelt, ja klar, sicher. Die Götterältesten schufen das Mortal Kombat Turnier, um dem Erdenreich eine Chance zur Verteidigung zu geben. Aber wenn wir diesmal verlieren, wird Shao Kahn alles erobern. Dun dun dun. Schaut mal, Leute. Ich bin Schauspieler. Ich rette die Welt für die Kameras. Wenn dieser Imperator wirklich eine Bedrohung ist, ruft das Militär. Ich? Ich habe ein Date mit einer Blondine. Ciao. Was siehst du nur in ihm? Er ist ein Held, Liu Kang, auch wenn er es vielleicht noch nicht weiß. Versuch neue Signale per Triangulation, aber wie es aussieht, gibt es da keine Hilfe. Ich stehe auf ihr. Folgt einfach meinem Handgelenkfunkgerät. Verstanden. Was ist dein momentaner Status? Sie haben Jax. Und wenn ich nicht in diesem verrückten Turnier mitkämpfe, töten sie ihn. Ich werde versuchen... Brauchst du Hilfe? Ich bin auf das Retten von hilflosen Frauen spezialisiert. Du schon wieder. Hör mal, ich habe ernste Probleme. Ich habe keine Lust darauf, von einem Filmstar angemacht zu werden. Komm schon. Ein Mädchen wie du sollte nicht alleine in dieser Freakshow rumlaufen. Baby, ohne Begleitung kann ich dich nicht losziehen lassen. Au! Ich brauche keine Begleitung. Und ganz sicher bin ich nicht dein Baby. Round 1. Fight! Na schön, Leute, ich würde mal sagen, dass ich hier die Folge beende. Bis dahin. Ciao.